Willkommen zurück bei Pokémon Schwarz. Jetzt gibt's mal wieder einen Part in der Nacht. Wir sind auf Route 17 oder 18. Jedenfalls sind wir bei Route 1 nach links abgebogen, weil wir ja jetzt Surfer haben. Und das ist mir gerade scheißegal, auf welcher Route ich bin. 17 oder 18, ich habe keine Ahnung. Also nicht, habe ich jetzt gerade 17 oder 18 gesagt? Ich meinte natürlich 17 oder 18. Ich glaube, dass das jetzt erstmal 17 ist und 18 danach kommt. Aber ist ja auch wurscht. Ein Barshift. Und oh, scheiße. Ich habe keine AP mehr für meinen Ladestrahl. Also zwei habe ich noch. Und dann ist Schluss. Das ist dumm. Dann sollte ich vielleicht jetzt lieber Psychokinese einsetzen. Scheiße, der hat eine Unlichtattacke. Hm? Wie jetzt? Naja. Jedenfalls noch ein Barshift. Das meinen Ladestrahl abbekommt. Und zwar meinen letzten. Boah, Nassschweif, was geht? Das möchte ich nicht. Bitte geh sterben. Bam, 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 bam. Er lebt leider noch. Das ist doch so doof. Du, 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 du. Bäm. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Jetzt will ich aber dann doch langsam mal die Entwicklung hier haben, Mensch. Kratzt ja ab ohne Ende hier. Gut. Dann gibt's halt, Etta. Für dich. Ja. 10 Punkte auffüllen. Ladestrahl. Genau. Und. Dann gibt es noch. Eine Limonade. Okay. Gesoffen. Weiter geht's. Itemradar anmachen hier. So. Wobei, das bringt's ja fast gar nicht. Beim Surfen schaltet es sich aus, oder? Ne, tut's gar nicht. Okay, dann passt's ja. TM06 Toxin. Gar nicht mal schlecht. Der Fund. Und wen haben wir hier? Hallo! Süße! Wir sehen zum ersten Mal in Pokémon Schwarz. Oh! Etwas Schönes! Mit Ausnahme von der 6. Arena-Leiterin. Sehr, sehr tight. Und in Pokémon White habe ich ja befürchtet, dass sie in der deutschen Version ein wenig zensiert werden. Was die Freudigkeit angeht, nackte Haut zu zeigen. Das hat sich Gott sei Dank nicht bewährt. Sie sind noch genauso schön wie damals. Und hör auf damit! Oder ich lauf Amok! So. Aber wird nicht sterben, ne? Nee, überhaupt nicht. Hä, was soll die Scheiße? Warum ist mein Spezialangriff nicht gesteigert? Oh, der verschwendet meine ganzen AP, Mann. Jetzt habe ich sogar jetzt schon wieder nur noch 5. Nimm mal das mal hier. Drecksack. Level 41. Sehr, sehr gut. Und jetzt ist es auch endlich geschafft. Kati entwickelt sich. Das bedeutet, Schlampe wird zu... Emo-Schlampe. Oh yeah. Mobitesse. Wenn man es nicht auf Kati beziehen möchte. So, jetzt ist das Pokémon auch endlich mal zu gebrauchen. Oder habe ich einen Trainer übersehen? Komm mal her da. Nein, ich meinte nicht das Wald-Pokémon. Quabbel gibt's hier zu fangen. Boah, was ist denn das für ein Ruf? Geht auf die Ohren. Und ich sehe schon, ich brauche wieder Schutz. God damn it. Boah, der Ruf ist echt... Der geht echt voll auf die Ohren. Aber mal was anderes wenigstens. Nun denn. Top-Trank brauche ich nicht. Ich brauche Top-Schutz oder sowas. Ist das nicht dein Ernst? Wieso habe ich keinen Schutz, Alter? Ach so, ja, warum habe ich keinen Schutz? Wenn ich in der Medizintasche nachschaue, dann ist es klar. Boah, Mann, ey. Fail. Passiert mir aber immer wieder. Hello! Wie geht's dir denn so? 4 Pokémon. Och Gott. Sag nicht, dass es 4 Barschaft sind. Gut, die geben zwar schöne... Was? Abgewehrt? What the fuck? Ja, hallo, bleib ruhig, Alter!
wie der gleich abgeht. Ich glaube, ich spinne. So, da seht ihr mal, wie die Leistung zugenommen hat. Ja, machen wir hier den Psychokinese hier. Boah, scheiße. Geht schon wieder fast down, das Viech. Ich hoffe, dass es jetzt reicht mit einem Ladestrahl. Ansonsten habe ich ein Problem da. Spezialangriff ist einmal gestiegen, aber ob es reicht? Ja, tut es. Okay, dann steigt er jetzt weiter, dann passt es eigentlich. Dann sollte ich die weiteren auch besiegen können. Ich bewege mich ständig auf diesen schmalen Grat. Das hasse ich an mir. Und jetzt ist es passiert. Ich bin tot. Was? Oh, doch nicht. Ich wurde zum Typ Wasser. Warum auch immer. Ach, kommt Leute, scheiß drauf. Ich heile mich lieber. Ich will jetzt kein Risiko eingehen. Ich habe keinen Bock, dass die jetzt stirbt. Kriegt von mir ein... eine Kumu-Milch. 100 KP werden wieder aufgeladen. Knirscher. Gut, dass der meinen Typ geändert hat. Weil wenn ich jetzt halt noch Psycho wäre, dann wäre das natürlich jetzt sehr effektiv. Der Knirscher. Gute Sache. Okay. Also war natürlich jetzt langweilig hier, 4 Barschaft, aber immerhin hat das EP eingebracht. Hab ich die schon besiegt? Ja, habe ich. Ja gut, dann ist das ja Blödsinn hier. Dann ist das Blödsinn. Dann kann ich ihn da hinschwimmen. Erstmal zu dem Item hier. Und das ist Abisszahn. Damit kann man Perlu entwickeln. Allerdings weiß ich nicht genau, zu welchem Pokémon. Also es hat jetzt 2 Entwicklungen, die beide mit 2 verschiedenen Items ablaufen. Und so ein großes Basiswissen habe ich halt nun mal nicht. Ja, ich bin Noob. Aber ihr wisst es, Leute, deswegen schreibt es in die Kommentare, bitteschön. Dankeschön. Und jetzt möchte ich dann doch mal weiterkommen hier. Wie geht denn das? Muss ich da? Also, okay, okay, okay. Yo, jetzt müssten wir auf jeden Fall auf Route 18 sein. Ob's. Fast schon. Itemradar hier. Jut, jut, jut. Und wen haben wir da? Einen kämpfenden Wanderer. Hallo. Orlando heißt er. Und er schickt sein Sedimantur in den Kampf. Ja. Wechseln, nicht wahr? Killer. Ey, geil, Mann. Oh, Steine, ja, das spüre ich gerne auf meiner Haut. Wie geht's dir eigentlich, wenn ich dir ein Erdbeben gebe, hä? Schön, oder? Natürlich überlebst du das aufgrund deiner Fähigkeit, aber das ist mir so richtig scheißegal, weißt du? Das geht mir so richtig am Arsch vorbei. Hier hast du Steine! Bin ich voll geil. Was? Null hat er gerade irgendwo gekriegt, aber ist ja wurscht. Der Spezialangriff, glaube ich, was? Castellit? What the fuck? Oh, okay. Die Weiterentwicklung von diesem komischen Drecksviech. Dann machen wir mal hier Klauenwetzer. Ja, aber gerne doch. Schlitzer. Ist ihm egal. Und Hornbohrer, da muss ich endlich mal treffen hier. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja. Trifft es auch mal. Na also, bäm, das erste Mal in diesem LP trifft Hornbohrer. Eine K.O.-Attacke, auf jeden Fall tot. Sehr schön. Was mich ja interessiert ist, wer ein Sedimantur, wenn das in der ersten Runde von Hornbohrer getroffen wird, stirbt es dann gleich? Oder zählt diese Fähigkeit auch bei K.O.-Treffern? Das wäre echt mal was, was mich interessieren wird. Hey, warte mal! Täusche ich mich oder sieht dein Pokémon-Team müde und abgeschlafft aus? Komm, du kannst dich hier ausruhen. Sehr schön. Sag mal, du bist ein Pokémon drin, oder? Du hast ein Funkel in den Augen. Das spürt man die Liebe zu den Pokémon. Weißt du was? Ich möchte dir ein Kleinod anvertrauen, das ich beim alten Palast gefunden habe. Möchtest du dieses Pokémon-Ei an dich nehmen und verursachen, es auszubrüten? Versuchen, nicht verursachen. Ja, ich konnte es nicht mitnehmen. Dieses Pokémon ist ein Käfer-Feuer-Pokémon und sehr, sehr stark. Aber wir treffen noch die Weiterentwicklung. Es wird als legendäres Pokémon gehandelt, ist aber keins. Aber alles Weitere werdet ihr schon sehen. Ich erzähle dir jetzt mal was.
Dann setzt man die Lausche auf. Zwischen den Steinen und Felsen dieser Gegend halten sich Pokémon verborgen, ob du es glaubst oder nicht. Und sie verstecken sich, verstecken nicht nur sich selbst zwischen den Felsen, sie haben darüber hinaus noch wertvolle Items bei sich. Also wenn du etwas richtig Wertvolles findest, bring es direkt zu mir. Ich werde dir dafür auch mehr zahlen als jeder andere. Und? Hast du was Wertvolles für mich? Nein, habe ich nicht. Ach, jetzt verstehe ich das. Diese Steine da, diese komischen, das sind Zertrümmerersteine. Also entweder die kleinen oder großen. Da bin ich mir relativ sicher. Weil ansonsten würde Zertrümmerer nämlich in diesem Spiel gar keinen Sinn machen. Oder? Da liege ich doch nicht ganz falsch, Leute. Denke ich. Caleb darf ran. Bei diesem komischen Wanderer hier. Oder was war das? Backpacker. Genau. Emolga. So, so. Walzer. Ich bin paralysiert, ne? Nicht? Noch nicht, aber gleich mit Sicherheit. Logisch. Logisch, logisch, logisch. War so klar. Kann ich mir gleich nochmal heilen gehen. Es war einfach sowas von klar. Na gut. Hätten wir das. Itemrand nochmal anmachen hier. Sonst nichts zu finden? Ne? Gut, dann gehen wir mal hier über die Brücke. Und da brauche ich Stärke. Was ich ja noch habe. Beim Arjen. So. Und ansonsten ist hier ziemlich viel Gras. Top Elixier. Hier kann man auch wieder diese komischen Ninja-Pokémon finden, also die Kampf-Pokémon, die ich in White als Chuck Norris und was weiß ich noch bezeichnet habe. Und auch den gibt's hier. Warum auch immer. Den braucht's doch echt nicht. Aber auch unnötige Lebewesen brauchen Lebensraum. Ist halt einfach so. Okay. Was geht hier ab? Hallo. Ein Pokémon und das ist ein hässliches. Das auch sofort meinen Brandstempel bekommt. Ich stemple dich ab. Bäm! Down! Elfun. Boah. So, da ist ein Secret-Item. Calcium. Und hier oben... Drachenhaut. Coole Sache. Damit kriegt man zum Beispiel ein Seedra-King. Also... Ihr braucht, wie heißt denn die Entwicklung von Sepa? Seedra King und... Also Sepa? Ich habe keine Ahnung. VM05 Kaskade. Ich weiß nicht, warum mir gerade die blöde Weiterentwicklung von Sepa nicht einfällt. Aber auf jeden Fall die zusammen mit Drachenhaut tauschen und dann hat man Seedra King. Alter, wie ist denn die Weiterentwicklung von Sepa? Bin ich jetzt ganz behindert oder was? Also ihr seht ja an der Nacht, dass ich dieses... diesen Part jetzt gerade zu einer sehr, 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 sehr späten Uhrzeit mache, aber dass das Gehirn so sehr aussetzt, das hätte ich nicht gedacht. Ich denke die ganze Zeit an Seeking oder so einen Schwachsinn, aber das ist falsch. Alter, was geht denn mit mir? Ist ja kaum zu fassen. Peinlich, 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 peinlich. War es das etwa schon? Waren das hier alle Trainer oder was? Das war es doch noch nicht. Das weiß ich doch noch. Oh, Wild Pokémon und auch Miro bzw. Kugmarda gibt's hier. Aber braucht's nicht. Nee, 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 nee. Hallo, du komischer Gangster. Verbrecher-Typ. Das heißt ich, Detektiv. Oh, was soll denn das? Warum bringst du denn jetzt den hier in den Kampf? Ich meine, da hat man doch vorher schon genug. Mann, 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 Mann. Na gut, Kati.
Dann mach... Hallo! Warum hat der Gegner ständig Volltreffer? Ich sag's in jedem Part. Es gibt keinen Grund. Und vor allem nicht bei Nassschweif. Das hat ja nicht mal 100%ige Trefferchance. Ey. Ja, gut, jetzt wehrt er sie ab. Ist ja geil. Natürlich, ist der mal wieder schneller. Warum ist der schneller? Das verstehe ich gar nicht. Hat er so eine gute Initiative oder was? Und warum steigt jetzt schon wieder nicht mein Spezialangriff? Ich dachte, das ist 100%. Also war bisher jedenfalls immer so, außer in diesem Part. Da ist schon zweimal vorgefallen, dass es nicht passiert ist. Jetzt auch wieder nicht. Da stimmt doch was nicht. Flampivian, war das dieses komische... Na egal, auf jeden Fall ist es ein Feuer-Pokémon. Ist denn der Name ist eine Farce, wovon ich aber nicht ausgehe. Au, oh, ist die Weiterentwicklung von dem Kleinen. Das Ding ist richtig, richtig stark. Ich habe euch ja gesagt, das ist eine perfekte Alternative zum Feuerstarter. Vor allem, wenn man am DS spielt und in die Traumwelt geht, dann ownt der richtig. Wigichitter, ja, das ist natürlich jetzt wieder so ein Drecksviech. Ein Affe. Für den habe ich nur einen Feuerstempel übrig. Mehr hat er nämlich nicht verdient. Wobei ich jetzt dummerweise auf Walzer geklickt habe. Ich habe keine Ahnung warum, verdammt! Und das zieht natürlich scheiße wenig ab. Und ich kann die Attacke nicht abbrechen, weil Walzer sich immer fortführt. Das ist ein Epic Fail und das ist dumm. Gott sei Dank ist er so blöd und greift mit... Ja, wobei, ist gar nicht so dumm. Weil Strauchler richtet sich ja nach dem Körpergewicht des Gegners und Flambirex ist groß und stark und fett und schwer. Und deshalb war Strauchler gar nicht mal so eine dumme Idee von dem. Ja, die CPU hat ein besseres Gehirn bekommen und Karadonis sehen wir hier, glaube ich, zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob ich die Anmerkung jetzt gerade finde, ich glaube nicht, aber... Ich glaube, ich habe sie schon mal eingeblendet, deswegen braucht sich jetzt auch keiner beschweren. Nö, zeigst mir gar nicht die Werte, Mann, voll scheiße. Und warum sind hier so viele versteckte Items, die ich nicht gefunden habe? Geht nicht in meinen Kopf. Oder komme ich da noch hin? Also da unten komme ich auf jeden Fall noch hin. Das ist ein bisschen kniffliger. Da muss ich halt jetzt da dieses kommende Rätselchen hier lösen. Aber das alles dann im nächsten Part, Leute. Gut, im nächsten Part werden wir dann hier diese Stromschnellen überqueren und die ganzen Secrets hier noch aufsammeln. Und dann geht's weiter in der Storyline. Wir werden zurück zum Berg gehen und in die nächste Stadt kommen. Bis dann bei Pokémon Schwarz.